Ja, moin moin Leute, ihr Electric-Fans. Da ist es endlich soweit. Der Electrician Simulator ist gestern erschienen im Steam Store. Und da wir ja den Prolog schon gespielt haben, habe ich mir gedacht, wir spielen das Spiel auf jeden Fall weiter. Es kam ja auch gut bei euch an. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt das Spiel neu spielen können. So, wir starten direkt. Was möchten wir tun? Keine Ahnung. Wir starten jetzt einfach mal das Game. So, ich bin übelst gespannt, was uns jetzt in diesem Spiel erwartet. Ob es genauso ist wie beim Prolog. Willkommen zu Hause, Junge. Ich meine, willkommen in deinem Haus. Du hast es geschafft, auszuziehen. Deine Mutter und ich sind überglücklich. Ich persönlich bin sogar noch stolzer, weil du dich entschieden hast, das Erbe deines alten Herrn anzutreten. Das aufregende Leben eines Elektrikers liegt vor dir. Lass mich dich kurz daran erinnern, worum es in diesem Beruf geht. Alles klar. So, da oben kriegen wir alles angezeigt. Aufträge und Aufgaben. Perfekt. Kompass. Braucht man immer. Ruhm und Geld. Nicht Ruhm und Ehre. Keine Ahnung, ob wir Ehre erlangen. So. Ausgepackter Schrott. Schrott auspacken. Alles klar. Oh, was ist das denn? Wir haben eine VR-Brille. Gelöscht. Nicht gelöst, sondern gelöscht. So, geh zum Laptop. Alles klar, machen wir. Du magst es also Drähte? Was, wenn du jeden Tag von Drähten träumst? Ist dieses Logo-Design perfekt für dich? Nein. Du bist schnell wie der Blitz. Gelb ist deine Lieblingsfarbe. Und das Brummen von Elektrizität dein Lieblingsgeräusch. Bist du der Donnergott? Wir sind Thor. Menschen zu helfen ist dahin dein Ding. Oder dieses Logo bedeutet, dass deine Lebensaufgabe ist, die Elektronik der Menschen zu reparieren. Ja, auf jeden Fall. Da fühle ich. Das fühle ich. Fühlt ihr das auch? Was hättet ihr gemacht? Oh, gib einen Vier-Namen ein. Mach mal denn. Nee, Spadi. Nee, das ist doof. Doch, warte mal. S. Punkt C für Spadi zockt. Punkt B für euch. Community. Mit Punkt oder ohne? Ne, so sieht's gut aus. SCC. Die SCC-Prüfung. So. Sehr schön. Posteingang haben wir noch nichts. Oh, da kommt was. Elektrikerschein. Lampen. Wir müssen zertifiziert werden. Oha. Gib mal direkt her. Hier, tragen wir direkt ein. Spadi, ja. Akzeptieren, okay. Herzlichen Glückwunsch. Auf geht's. Ja, dann fahren wir mal zur Elektrikerschule. Ach, setz die VR-Brille auf, okay. Da. Beginnt das VR-Training. Ja, dann machen wir das doch mal. Schön. Glühbirnen und Schalter. Eine der grundlegendsten Aufgaben ist das Auswechseln von Glühbirnen und das Reparieren von Schaltern. Heute bekommst du ein Zertifikat, das dich dazu berechtigt, diese Aufgaben auszufüllen. Vergiss nur nicht, die Sicherung auszuschalten, bevor du mit dem elektrischen Arbeiten beginnst. Aber das Game heißt doch First Shock. Also holen wir uns jetzt den First Shock. achso. Nimm die benötigten Gegenstände, okay. Alles klar. So, eine Glühbirne wechseln kann ja nicht so schwer sein. Halten. Zack. Detaillierte Ansicht. Ausdrehen. Neue reindrehen. Easy going. Ne, das lassen wir jetzt mal aus. Wir müssen ja hier noch Schalter reparieren. Oh, geht nicht. Alles klar. Wie war das nochmal? Detaillierte Ansicht. Wenn jetzt auch mehr wird, will ich das reparieren. Okay. Ja, das kennen wir ja noch vom Prolog. Das heißt, Deckel abnehmen, dann können wir hier so dahinter schauen. Dann ziehen wir noch die Schrauben raus. Dann machen wir das auf. Dann machen wir das auf. Oh. Wie wir sehen nichts. Oh, sehr schön. Okay. Dann gehen wir da mal daran. Den wieder zu. Den nehmen wir da rein. So. Wieder rauszoomen. Jetzt setzen wir hier noch die Schrauben wieder rein. Setzen alles wieder zusammen, so wie es gehört.
Können wir das jetzt auch testen schon? Okay, ne, geht nicht, weil wir haben ja kein Strom. So, repariere den Doppelschalter. Gehen wir da mal ran. Jo, Doppelschalter, kennen wir. So, machen wir das noch. Die Schrauben nehmen wir wieder, dann wird der Deckung weg. Oh, das sieht aber nicht original aus. Wer war denn hier am Fuschen? Da war aber einer am Fuschen hier. So, die Schraube nehmen wir auf, die machen wir auf. So, dann kommst du am besten auch da rein, wo ich dich aufgemacht habe. So, zudrehen. Das Kabel. Da rein. Achso, nee, rein. Das war die verkehrte Schraube. Ja, das mit der Sicht, das muss man noch so ein bisschen gucken, dass man das ins Richtige reinpackt. Dahin. Schraube zu. Klappe zu. So. Setzen wir das wieder da rein. Sehr schön. Schalt das davor. Und fertig. Schalte die Lampen ein. Ja, dann saft mal auf die Batterie. Das ist die erste. Zweite. Yay! Wir haben es geschafft. VR verlassen. Wie geht das denn? Kann ich die irgendwie absetzen? Oder hier? Ah, sehr gut. Ja, wollen wir. Perfekt. Basel ist die braune Ader. Aha. Ja, Zertifikat. Da steht unser Firmenname. Besorgt dir ein Zertifikat. Haben wir abgeschlossen. Nimm die benötigten Gegenstände. Auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Wie cool. 100%. So läuft das. Wenn das so weitergeht, dann führen wir die Firma zum Erfolg. Okay. Perfekt. Du hast ein neues Level erreicht. Oh, wie können wir hier? Ah, da konnten wir nicht rein im Prolog. Du betrittst jetzt dein Haus. Vielleicht hat es nicht die beste Einrichtung. Aber das ist ja auch nicht das Wichtigste bei einem Elektriker. Oder? Dein Haus ist ein Ort, an dem du elektrische Geräte testen kannst, kaufen. Kaufe etwas im Shop und benutze es hier. Okay. Haben wir hier überhaupt irgendwas Elektrisches? Ein Kühlschrank. Haben wir hier Lichtschalter? Wir haben hier noch nicht mal einen Lichtschalter. Wir sind ein Elektriker und haben nicht mal einen. Aber wir haben einen Sicherungskasten, der leer ist. Okay. Ja. Das ist doch mal was. Ein Elektriker, der keine Elektrik zu Hause hat. Null. Nada. Niente. Eieiei. Gut. Wir müssen uns erstmal die Elektrik verdienen fürs Haus. Dunkelheit im Badezimmer. Ja, den nehmen wir mal an. Glühbirnen wechseln. Oh Mann, wir müssen noch Sachen kaufen. Da war ja was. Nehmen wir mal alles. Kaufen wir mal Glühbirnen. Auf Vorrat. Und unseren Schraubenzieher. Jawohl. So, verlasse das Büro. Alles klar, auf geht's. Elektrischer Strom kann tödlich sein. Oh ja. So, prüfe die Lampe. Um welche Lampe geht's denn hier? Okay, die geht. Ah, Badezimmer. Haha. Sagt ja der Auftrag, ne? Egal, das machen wir jetzt hier kundenorientiert. Wir machen alles hier. Wo ist denn das Badezimmer? Da. Ah, das ist doch die Aufgabe aus dem Prolog, oder? Warte mal, Sicherungskasten. Wo haben wir den denn? Tür verschlossen. Tür abgeschlossen. Ah, da. So, FI, zack, raus da. Ah, ne. Wir sollen die Lampe prüfen. Da müssen wir den Strom anhaben. Lalala. Prüfe die Glühbirne. Wandleuchte, untere Leuchte. Nicht hängend, okay. Jo, die ist kaputt. Achso. Nein, nicht alles auseinanderbauen. Da kommt der Elektriker durch.
Lampe einschalten. Geht nicht. Überprüfe den Lichtschalter. Okay, jetzt müssen wir aber hingehen und jetzt den Strom ausmachen. Sonst kriegen wir gleich einen geballert. So, das können wir. Achso. Mit einer Glühbirne geht das schlecht. Ah, sehr gut. Ah, das ist hier easy going. Das kriegen wir alle hin. Das Käbelchen kommt da rein. Zack. Oben wieder rein, alles wieder schön zumachen. Zack. Blende davor. Schalter einsetzen. Das müsste es dann gewesen sein. So, schnell zum Schalter. Und? Yay, wir haben Licht. Mission erfüllt. Zurück ins Büro. Dann wieder hier raus, ne? Ja. Und war. Perfekt. Oh, der lädt echt schnell, ne? Der sieht aus wie Peter Zwegert, ne? Ohne Scheiß. Wir haben die Glühbirne von Peter Zwegert gewechselt. Wir haben ein neues Level erreicht. Coole Sache, neuer Elektriker. Was haben wir jetzt? Elektrikerschein. Oh, warte mal. Hallo Herr, ich habe diese alte Konsole im Haus meines Großvaters gefunden. Ich wollte sie spielen, aber die Steuerung funktioniert nicht. Kannst du mir helfen? Mein Vater hat mir gesagt, dass die Steuerung nicht richtig funktioniert. Kannst du sie reparieren? Ich habe kein Geld, also kann ich dir nichts geben. Aber bitte hilf mir, ich möchte ein Spiel spielen. Oh, unter uns Gamern. Machen wir das. Ah, da hinten ist es jetzt. War das im Prolog auch mit einer Tür? Nee, das war, glaube ich, hier direkt dran, ne? Finde ich aber cool, dass wir so einen kleinen extra Bereich haben. Das kennen wir auch noch aus dem Prolog. Ja, ich will das Upgrade kaufen und das will ich auch kaufen, ja. Und den Prüfer kaufe ich auch, ja, ich kaufe alles. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld habe, aber ich habe jetzt alles so. Gut, dann schauen wir mal. Wie geht das denn jetzt? Du brauchst einen Schraubenzieher. Das ist die Pinzette. Ah, den. Nee. Hä? Wait. Rostentferner? Okay, das ist neu. Ah, wie cool. Das haben die neu reingebracht. Den Rostentferner. Finde ich cool. So. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Okay. Das ist in Ordnung. Auch in Ordnung. Status unbekannt. Okay. Haben wir das jetzt irgendwo Batterie unbekannt? Ja, jetzt haben wir alles zerlegt. Wie bekomme ich das jetzt wieder? Überprüfen. Können wir das hiermit prüfen jetzt? Irgendwie? In Ordnung, in Ordnung. Okay, wie bekomme ich jetzt die... Können wir die Batterie überhaupt so testen? Nee, ne? Ah, kaputt. Gut, dann können wir sie jetzt ersetzen. Wie geht das? Ersetzen. Ja, die kaufen wir. Okay, jetzt müssen wir das Ding wieder... Montage. Ah, warte mal, danke. Gut. Dann... Ah, so
So geht das. So, dann Kabel wieder anschließen. So. Knöpfe hier drauf. Das drauf. Das drauf. Und jetzt brauchen wir den Schraubenzieher wieder. 100% fertig. So, wie jetzt? Wie teste ich das jetzt? Ah, gerade testen. Alles in Ordnung. Perfekt, abgeschlossen. Gegenstand senden. Hallo, ja, ich habe diese alte Konsole im Haus. Okay, das haben wir schon. Artikel zurückschicken. Ja! Wir haben einen kleinen Jungen glücklich gemacht. Oh, wir haben neue Aufgabe. Aber wir sollten jetzt Steckdose machen. Akzeptieren. Machen wir. Angenommen. Setz die VR-Brille auf. Ich finde das cool mit der VR-Brille. Finde ich echt cool. Bin gespannt, ob sowas wirklich gibt. Also, ob man sowas umsetzen kann quasi für eine Schulung. Gibt's bestimmt. Steckdosen und Kabel. Deine nächste Aufgabe ist der Umgang mit Steckdosen und deren Reparatur. Du kannst elektrische Geräte mit Hilfe von Kabeln an die Steckdose anschließen. Schnell repariere eine Steckdose und siehe, wie schön Steckverbindungen sein können. Ah, okay. Also, wir nehmen erstmal unser Werkzeug hier mit. Aber man sieht es auch, guck mal, dass es VR ist, ne? So ein bisschen. Das Schimmern da mit dem Weißen. Wenn man so. Cool. Okay, repariere die einzelne Steckdose. Repariere die Doppelsteckdose, alles klar. Erstmal Saft aus. Ah, da steht sogar. Einschalten, ausschalten. Okay, perfekt. Aber jetzt haben wir noch. Okay. Ah, Phasenprüfer haben wir jetzt auch. Vielleicht siehst du ähnlich wie zwischen Schaltern und Steckdosen. Das Prinzip ihres Ausbaus ist ähnlich, aber sie haben ein völlig anderes Kabelverbindungsstruktur. Kabelung. Okay, wollen wir ihn kriegen. Also, er ist wieder hier. Ach ja, hier. Gut. Wir werden aufmachen. So. Dann gehen wir mal wie folgt vor. Das ist Erde. Erde kommt. Hä? Achso, muss ich auch wieder auswählen. Achso, der testet die dann durch. So. So. Erde gehört in die Mitte. Nee. Okay, die waren verkehrt. Hä? So rum? So rum. So. Zack. Zack. Probe da rein. Leise. So. Repariere die Doppelsteckdose. Haben wir da unten. Ist klar. Ah, da kann ich mich bücken, okay. So. Weiter geht's. Da müssen wir beide lösen, ne? Ja. Oha. Da machen wir das gleiche im Prinzip. Den in die Mitte. Hä?
Schrauben wieder ran. Verdeckung. Teste eine einzelne Steckdose, schalte den Ventilator ein. Okay. Da stecken wir meinen Fernseher rein. Kann ich den mitnehmen? Wie lang ist das Kabel bitte? Mega lang, ne? Oh, doch nicht. Ah, okay. Ich verstehe. Verlängerungskabel-Tutorial. Manchmal haben Steckdosen nicht genug Platz für alle Stecker. Hier kommen die Verlängerungskabel zum Einsatz. Stecke einfach ein Kabel in die Steckdose, um ein paar weitere Geräte einzuschließen. Oh, läuft. Muss ich den einschalten? Stimmt, oder? Also ja. Aber den schalten wir jetzt erstmal ab. So, wie teste ich jetzt? Teste die einzelne Steckdose. Ja, pass auf, dann nehmen wir da den Fernseher rein. So. Achso, ich soll mal wieder aufstehen. Yay! Der Fernseher geht. So, jetzt kommen wir die Steckdose. Stecken wir hier rein. Weil haben wir repariert. Und? Yay! Alles erfolgreich abgeschlossen. Wie cool. Oh, falsche Taste. Ich will aufstehen. So. Alles klar. Das haben wir auch abgeschlossen. Dann bekommen wir wieder ein Zertifikat. Wir dürfen jetzt Glühbirnen wechseln und Steckdosen. Und Schalter. Yay, Zertifikat für Steckdosen. Meine nächste Aufgabe ist der Umgang mit Steckdosen. Das haben wir alles klar. Perfekt. Auftrag erledigt. Auch wieder 100%. So muss das. 7 Minuten 37. Yay, let's go. So, jetzt kriegen wir bestimmt wieder neue Aufträge. Was haben wir denn jetzt hier noch für Aufgaben? Sensor in meinem Badezimmer. Badezimmerlicht schon wieder. Peter Zwegert ruft schon wieder. Was macht er denn immer? Na komm, gehen wir mal hin. Suchen wir den Peter Zwegert nochmal. Oh, hätte ich jetzt noch ein neues Wechsel nehmen müssen? Nee, ich glaube nicht. Ja, Judentag auch. Was haben wir denn schon wieder? Achso, die Lampe. Das geht. Reparier die Steckdose. Okay. Dann machen wir Strom aus. Zack. Dann wollen wir mal gucken, wo der Fehler liegt. Hä? Achso, Schraubendreher. Ja. Macht Sinn, ne? Ich will immer mit der Glühbirne die Schraube wechseln. Eieiei, wir hatten hier schon wieder rumgefuscht. Mensch, 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 Mensch. Das geht doch so nicht. Quatsch. So, und die Erde wieder da rein. Schräubchen davor, die Blende davor, perfekt. So, sollte jetzt wieder funktionieren. Wir nehmen jetzt den Stecker. Stecken ihn da rein. Schließ die Lampe an. Schalte, finde eine UV-Lampe. Wechsel die Glühbirne. Was? UV-Lampe? Aber ich habe doch gar keine UV-Lampe jetzt. Finde eine UV-Lampe.
Wo hat er denn eine UV-Lampe? Nein. Glühbirne UV. Okay, wechsel die Glühbirne. Aber welche Glühbirne? Die Glühbirne? Really? Nee. Hey. Ja, egal. Wollte man ja auch ausmachen. Wo ist denn? Wo ist denn jetzt die UV? Warte mal. Ich muss mal eben. Haben wir ein Inventar? Da. Ah, okay. Ja. Okay. Dann schmeißen wir jetzt den Stecker hier da rein. Okay, ich will nicht wissen, was er hier vorhat mit der UV-Lampe, aber okay. Wir lassen es so. Das ist alles wieder zu. Sehr schön. Sonst heißt es noch, wir schnüffeln hier rum. Jawohl, auf zum Büro. Peter Zwegert zweite Mal besucht und abgeschlossen. Sehr gut. Auch wieder 100%. Jawohl, let's go. Drei Minuten 10. Ah, wir werden besser. Wie viel Kohle haben wir denn? 145. Und dann kriegen wir überhaupt Geld? Was bedeutet das Zeichen? Verlängerungskabel ausverkauft. Okay. Ah, dieser Sensor. Ach so, das sind die Aufträge für hier zu reparieren. Ah, okay. Ja, dann machen wir das doch. So, dann ist der Sensor wieder angekommen. Da ist das gute Stück. Gerät testen. Kaputt. Okay, dann wollen wir mal wieder. Oben hier haben wir ausgewählt. Hier, Roster wieder. Okay, was machen die denn immer damit? So, Schrauben lösen, Batteriekasten. Batterien raus. Das Ding raus. Schon wieder. Gott. Alles verrostet. Muss bald neuen Entroster kaufen. So, nehmen wir den raus. Oh Gott, schon wieder. Warte mal, ich leg die mal eben um. Geht das? Ah, hier kann ich umschalten. Cool, mit Tab kann man umschalten. Zwischen Montage und Demontage. Das ist gut. Gut, Schraubenzieher. So, nein, wir sind ja auf Demontage. Wollte schon sagen, ey. Der war in Ordnung, der ist in Ordnung. So. Unbekannt. So, unbekannt, unbekannt, unbekannt. Überprüfen. Wie kann man die denn eigentlich jetzt überprüfen? Batterie kaputt. Ah, okay, man muss sie einfach nur einmal quasi auf Überprüfen klicken. Sensor überprüfen. Unbekannt. Ah, cool. Ah, das gab es im Prolog nicht, aber das macht Sinn natürlich. Hier einmal alles durchzuprüfen.
ob Durchgang gegeben ist. In Ordnung. Der war, glaube ich, letztes Mal in dem Prolog war der, glaube ich, immer kaputt, ne? Lautsprecher. Überprüfen. Ah, kaputt. Sehr gut. Oh, haben wir hier noch mehr Bauteile? Die haben wir nicht. Die auch nicht. Lautsprecher kaputt. So, jetzt können wir den lösen. Und können wir den rauspacken. Bereit zu kaufen. Ja. Nicht gelötet. So, dann löten wir den wieder fest. In Ordnung, in Ordnung. Alles in Ordnung, perfekt. So, dann müssen wir jetzt nur noch die beiden Batterien ersetzen. Ja, cool. Und jetzt können wir wieder an die Montage gehen. Heißt, wir machen dann rein, den rein. Ah, Schraubenzieher. So. Das hat auch was von diesen PC-Bildern, ne? Also das Spiel war ja auch lustig und cool. Auch Spaß gemacht. So, dann da die Schraube rein. Dann können wir den Kasten, dann die. Dann Batterien rein. Gehäuse, Klappen, Schrauben. So, dann haben wir den jetzt zu 100% wieder drin, ne? Und Gerät testen. Und er geht. Was? Kaputt? Bitte? Warum? Was ist noch kaputt? Hä? Okay, also, nochmal von vorne. Hier. Bauen wir alles wieder auf. Haben wir denn da nicht getestet? Was haben wir vergessen? Ah, die Platine hier durchzutesten. Okay, wir haben diese Platine vergessen. Aber wie kriege ich die Platine denn jetzt raus? Oder kann ich den hier so durchtesten? Gott, da sind ja auch noch. Ah, okay. So, das müssen wir mal überprüfen. Nehmen wir hier unser Gerät wieder. Okay, der ist kaputt. Der ist kaputt. Haben wir noch was? Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Der war kaputt und der war kaputt. Gut, dann. Schalter unbekannt. Jetzt. Ah. Ach, falsch. So. Ach, da waren die Lötstellen, ne? Ach da. Okay, jetzt können wir das entfernen. Gut, dann überprüfen. Ja. Und das Ding nehmen wir um. Ja, ja gut, dann löten wir die erstmal wieder dran. Den ersetzen wir auch. Jawohl. Den löten wir auch wieder fest. So, das sollte es dann sein, oder? War da noch was kaputt? Hä? Wieso sagt er mir noch unbekannt? Wo haben wir noch was vergessen? In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Ah, hier unbekannt. Okay. Jetzt haben wir alles.
Jetzt passt alles wieder. Jetzt können wir es auch wieder montieren. Montage. So, auf ein neues. Das Ding da rein. So, den. Die beiden Schrauben. Die Schraube. Oha. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, da muss ich einmal niesen, da war die Soundaufnahme weg. Also, so, wir bauen jetzt einmal wieder zusammen. Die Schrauben gehen jetzt hier rein. Dann packen wir die Batterien noch hier rein. Dann kommt die Klappe schnell drauf und die Schrauben kommen rein. So muss das sein. Schnell alles zusammenbauen, Klappe nicht vergessen. Und ja, dann testen wir mal das Gerät. Und yay, es funktioniert. Perfekt, wunderbar. So muss das. So, wir geben alles ab. Kunden ist zufrieden. Perfekt. So, was machen wir jetzt? Ah, wir haben eine neue Aufgabe und das Dankeschön haben wir auch bekommen. Sehr schön. Schön, schön. So, Freunde, alles klar. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es hier definitiv weiter mit dem Electrical Simulator. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Follower da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.